mit einer couragierten Leistung unserer Mannschaft heute Ballwechselqualität. Viel Weimar. Viel was gab eben im Kreis. Lob vom Trainer für deine Mannschaft. Ja, haben wir uns ja auch redlich verdient. Den Sieg hier mit nach Hause geholt, wirklich großes Kompliment an die Mannschaft. Der kämpferische Einsatz war sensationell. Und am Ende mit dem 2-0, das war wie eine Erlösung. Das war gut. Das war jetzt gleich der zweite Heimsieg in Folge nach dem 1-0 über Steinberg. Jetzt geht es mal richtig los, oder? Ja, jetzt wo unter Woche auch die Meldung kam in Neckarelz, ist nochmal so ein Ruck durch die Mannschaft gegangen. Und jetzt versuchen wir halt alles, dass wir dort noch die Plätze hochgehen. Und mit Siegen, mit Punkten, werden wir das auch am besten machen können. Ich bin mal heute auf der Mannschaft angemerkt, dass sie den Treffpunkt erholt hat nach zwei Ligen gesprochen. Ja, sicherlich ein Punkt. So kämpferisch dagegen zu halten auf dem tiefen Platz. So müssen wir arbeiten und jetzt gilt es auch für die kommende Woche, da richtig Gas zu geben, damit wir am Samstag wieder angreifen können, wieder Punkte holen. Finde ich auch offensichtlich, dass im Gegensatz zu den letzten Spielen die Mannschaft auch sehr gute Torchancen herausgespielt hat. Ja, und da müssen wir ansetzen, das ist genau der Punkt, dass wir fußballerisch einfach den Unterschied machen. Zum einen muss das Kämpferische stimmen, das hat heute gestimmt. Und dazu kommt das Fußballerische und ich glaube, da haben wir ganz tolle, ganz super Fußballer in den Reihen, dass wir das auch ausspielen können und das haben wir heute gesehen und so müssen wir weitermachen. Danke viel. Nochmal Gratulation an die ganze Mannschaft, an den Kapitän für ein tolles Spiel, 2-0 Sieg, hier sind, da vielleicht hoffen. Vielen Dank, Phil. Bitte schön.